So, Frau Möllering, das ist jetzt vielleicht ein spannendes Beispiel. Wir hatten ja vorher darüber gesprochen, dass der Schreibtisch leer ist. Mhm. Sie sehen jetzt hier den Arbeitsplatz von der Frau Honold. Da liegen jetzt jede Menge Unterlagen rum. Und man könnte jetzt ja meinen, was ist das für eine Unordnung? Aber hier werden die Abrechnungen gemacht. Sie erinnern sich an die Umsatzkurve, die noch im Keller war. Ja, und ich habe frohen Mutes gesagt, sie wird nach oben kommen. Das liegt an der Frau Honold. Immer in der letzten Woche des Monats schreibt sie diese ganzen großen Beratungsrechnungen. Und wenn man jetzt denkt, dass dort ganz viele Unterlagen liegen, dann gehört das alles zu diesen Rechnungen. Also da gibt es dann Rechnungen unserer Berater, da gibt es Reisekostenabrechnungen, da gibt es das Angebot für den Kunden, da gibt es irgendwelche Zeitpläne. Mhm. Und sie muss das jetzt alles übereinander bringen und da entsteht dann oft eine mehrseitige Rechnung. Also all diese Unterlagen ist letztlich ein einziges Projekt.